Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. Wir befinden uns hier immer noch in Traverse Town und müssen jetzt noch den Endboss besiegen, da wir schon in allen Räumen waren und die ganzen Gegner besiegt haben. Ich habe keine Ahnung, warum ich so einen komischen Akzent gerade hatte, aber ist egal. Auf zum Boss. Hier. Hi, ha, what? So. Ein Bein haben wir im Übrigen schon. Das zweite Bein ist weg. Der Arm ist weg. So. Und jetzt nur noch das, die Rüstung an sich. Dann haben wir ihn eigentlich auch schon. Glaube ich. Ja. Das war's. Panzerrüstung. Gut. Dann wäre das nämlich auch schon erledigt. Und wir können zum Ausgang gehen. Nämlich hier. Und dann hier hoch. Hier durch. Und dann müsste es auch schon dort sein, genau. So, da ich nicht weiß, was kommt, werde ich meine Verschnaufpause einlegen und speichern. So. Ich kann hier nochmal ein paar Lebenspunkte einsammeln. So, naja, gut. Ich wusste, irgendwas passiert. Was zum... Wer bist du denn? Überrascht, du solltest es sein? Schließlich trifft man ja eher selten einen Zwillingsbruder. Zu entsetzt, um zu sprechen. Aber ich kann dich beruhigen. Ich bin eine Replik von dir, die Wechseln erschaffen hat. Du bist also eine Fälschung von mir. Von Fälschung war nicht die Rede. Bloß weil du echt bist, bist du noch lange nicht besser. Wir haben den gleichen Körper und auch die gleichen Talente. Aber es ist ganz einfach, uns auseinanderzuhalten. Und weißt du auch wie? Im Gegensatz zu dir bin ich furchtlos. Schimpfst du mich etwa ein Feigling? Du bist ein Feigling. Du fürchtest dich vor der Dunkelheit. Die Dunkelheit in dir bereitet dir größte Angst. Hör zu, ich... Aber ich bin anders. Ich heiße die Finsternis willkommen. Sie tut, was ich will. Mit anderen Worten, ich kann den Boden mit dir aufwischen. Ach ja? Los, Mickey! Ja, haha! Sinistra-Feuerer! Haha.
Autsch. Hör, los, Mickey. Und dann haben wir es auch gleich geschafft. Das war's. Der war easy. Und Level up. Mehr Angriffskraft bitte. Um 1. Ja, natürlich. Hey du Fälschung, ich dachte du wolltest den Boden mit mir aufwischen. Lach ruhig. Ich bin gerade erst geboren. Ich werde immer stärker, wirst schon sehen. Bald schon habe ich dich überholt. Beim nächsten Kampf bist du erledigt. Tut mir leid, dass du hast deine Chance verspielt. Ich erledige dich hier und jetzt. Haha, wie schön, die Finsternis auf meiner Seite zu haben. Wie kannst du dich nur vor etwas so Aufregendem fürchten? Dir entgeht wirklich was. Sei still. Jetzt spielt der Feigling also den Mutigen. Wie niedlich. Bis zum nächsten Mal, du Original. Man sieht sich. Komm zurück. Ich zeig dir, wer hier der Feigling ist, du Mistkerl. Was war das für ein Gefühl, gegen den echten Rico zu kämpfen? Er hat kein Rückgrat. Ich werde ihn in 0,nix übertreffen. Aber möchtest du vorher nicht noch einen anderen Helden kennenlernen? Du meinst diesen Sora? Es heißt, er sei hier im Schloss. Soll ich mich um ihn kümmern? Noch nicht, aber dazu könnte es noch kommen. Ich habe vor, dich sinnvoll einzusetzen. Keine Sorge, Sora ist nur ein Hindernis, das es zu zermalen gilt, bevor Rico dran ist. Komm heraus, du Fälschung, zeig dich! Fälschung? Ich glaube nicht, dass das der richtige Begriff ist. Was redest du da? Er ist nur eine Kopie von mir, das hat er selbst gesagt. Eine Kopie, ja. Oder vielleicht ein Vorbild. Er ist ein Beispiel dafür, wie du sein solltest. Er akzeptiert die Finsternis, so wie du einst mich. Aber jetzt fürchtest du dich. Vielleicht bist du hier die Fälschung. Nenn mir einen einzigen Moment, in dem ich die Dunkelheit gefürchtet habe. In den Kartenwelten hattest du schwer, mit der Finsternis zu kämpfen. Verzweiflung resultiert aus Angst und du bekämpfst die Finsternis, weil sie dir Angst macht. Jetzt verstehe ich. Du glaubst, ich beende meinen Kampf gegen die Finsternis, um Furchtlosigkeit zu beweisen. Netter Versuch, aber ich kämpfe weiter. Wie stur du bist. Dann kämpfe weiter, wenn es sein muss. Du wirst es schon noch merken. Du kannst der Finsternis nicht widerstehen. Weltenkarten erhalten. Oh je, der arme Rico. Irgendwie tut er mir leid. So, Atlantica, Arena des Olymp, Wunderland, Halloween Town. Fangen wir an mit Atlantica. Ich liebe diese Musik. Ich liebe sie. So. Was? Ach.
So. 80. Oh, oh, oh. So, auch der liebe Zeit. Hier kriegt man viel Erfahrung. So, so, so. So, und einmal nachladen. Und jetzt du. Ach du liebe Zeit, die machen ja Schaden. Nee, ich meine, die machen viel Schaden. Dass sie Schaden machen, das ist klar, aber so viel. So. Gut. 80. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So. So. Und zack, zack, zack. So. Und gut. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und das war's. Oh Mann, ich liebe diese Musik. Nicht die Kampfmusik, sondern die von Atlantica. Los, Mickey! Hopp, hopp. So. Gut, gut, gut. Und jetzt nur noch dich erledigen. Na, komm. Ja. Ach man. So. So. Bill. Ah, okay. Das war logisch. Bill. So. So. Eine Nase. Oh, fehlen immer mehr 1000. Finde ich gut. So. Lebenspunkte finde ich noch besser. Gut, wie groß ist die Karte? Aha, die Karte ist also immer gleich. Gut. Dann eins oder höher. Nehmen wir mal eine starke Initiative. Da spart man ja richtig Karten. Ah nein. Die Erfahrungspunkte, die schön. Schade, schade. Sag Ade. Da geht er rein. So. Ja, Mickey. Mach mal, ne? Und das müsste es gewesen sein. Dösende Dunkelheit.
ungefähr 300 Programm, kann man rechnen. So. Gut. So, Mickey wieder, bitte. Und das war's für dich. Erstmal gestochen schön. Und das war's für dich. Gut. Nächster Kampf gleich. So, jetzt zu dir. Das ist ja praktisch. Ich kann in der Zwischenzeit nicht gestochen werden, wo der Angriffsschutz aktiv ist. Das ist praktisch. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. So. Nur noch 11. Na, komm, oh. So, jetzt ich. Gut. 40 und mehr Lebenspunkte, bitte. Gut. Oh. Was ist das? Zufallswerte. Okay, kann gut sein, muss aber nicht. So. Gut. Ich glaube, ich bin gerade wieder ein bisschen ruhig. Oh. Gefällt mir nicht. So. Oh. Jetzt mischt sich das auch noch ein. So, kleinen Moment. So. Da hat sich gerade ein Programm wieder eingemischt. Wie jeden Abend. So ging sie immer. So. Gut. So. Und das war's mit dir und mit euch. So. Was hast du in diesem Raum? Ich glaube schon. Gut, dann schauen wir noch ein bisschen nach. Lebenspunkten. Und gehen erstmal hier lang. 4. Schwache Dunkelheit. Gut. Ja, das war nichts. So. 1.
Boah. Okay, gut. Weil ihr seid, bekommt ihr das. Wir bekommen eine gnadenlose Dunkelheit. So. Gut. So. Na, stirb. So. Mickey's Miracle. Hop, hip. Und zack, zack. Zack. Gut. 80. Also, den Kampf machen wir noch. So. Und jetzt wir. So, Mickey wieder. Gut, hat geklappt. So. Gut. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, Freunde. Bis dann und ciao.